Hallo ihr Lieben, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich wollte heute gerne ein paar Muffins machen. Wie ihr sehen könnt, hier habe ich meine Sahne in blau gefärbt und habe Babyparty geschrieben. Ja, das Y, das ist mir da auch noch durchgebrochen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, 180 Gramm brauchen wir, 160 Gramm brauchen wir Zucker. Und wir brauchen die Zitronenschale, ja? Und zwar müsst ihr da schon eine Bio-Zitrone nehmen. Die wird ganz leicht, das heißt, ich presse die erst aus, weil wir den Saft brauchen. Schließen wir den Mixtopf und lassen das für 30 Sekunden auf Stufe 10. Es qualmt hier. Einmal. So, weiter geht's. Und zwar. So, Moment, nochmal zurück. Zwei Esslöffel entnehmen, ja, von unserem Zitronenzucker. Zwei Esslöffel an die Seite stellen. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. So, und dann geben wir 150 Gramm weiche Butter in den Mixtopf rein, und zwar sollte das so in Stücken gegeben werden. Ein Teelöffel selbstgemachten Vanillezucker. Und eine Prise Salz. Und zwei Eier. Hier habe ich sie. Mehl. Also das ist wirklich ein schneller Rührkuchen, das geht rucki-zucki, und ein halb Päckchen von dem Backpulver. Ja, das wird wohl ein halb Päckchen sein. Das muss man ja Pi mal Daumen machen. 40 Gramm Milch, 30 Gramm Zitronensaft. Ja, das bisschen, das mache ich mir gleich im Glas rein. So, wir schließen dann einmal den Mixtopf und ich zeige euch das einmal. Ja, also sieht alles ganz gut aus. Und das wird jetzt zu einem geschmeidigen Teig geschlagen. Und zwar für 15 Sekunden auf Stufe 5. Wir stellen die Uhr auf circa 22 Minuten, jeder Backofen ist da anders. So kommt das jetzt in den Backofen. So, ich habe das jetzt gerade aus dem Ofen geholt. Es ist noch ein bisschen heiß. Das muss jetzt erstmal wirklich gut abkühlen. Und dann machen wir uns natürlich an die Dekoration. Ja, hier habe ich die Sahne. Meine Sahne ist schon gesüßt. Eigentlich war dieses Puderzucker mit Zitrone extra dafür, die Sahne. Jetzt habe ich schon gesüßte Sahne gekauft und deswegen brauche ich das jetzt nicht, ja. Thank you.
die blaue Farbe rein. Sahne, also die Gelatine tue ich jetzt noch mit rein, damit das wirklich auch mir ein bisschen fester wird. So, ich denke, das müsste erstmal reichen. Die Luft raus. So. Und dann geht's auch schon los. Das ist ein bisschen nicht so schön hier auf dieser. So, geht aber. So, es ist also wirklich gut Sahne weggegangen. Ich finde, das sieht schon richtig gut aus, ja. Und jetzt dekorieren wir noch mit ein paar Streusel. Ja, fertig mit den Streusel und jetzt kommt die Beschriftung drauf. Hoffen wir, dass das so hält. Mal schauen, ob das so alles hält, wie ich mir das gedacht habe. Ja, das ist schon ein bisschen zu groß. So, ich denke, das kann man ja schon ganz gut sehen hier, ja. Baby und hier vorne kommt jetzt Party. So, ich werde jetzt im Kuchen hier so einen kleinen Schnitt machen. Kommt hier vorne hin. Dann muss ich das hier vorne hin machen. Rein. In dem Kuchen. Ah, und jetzt ist mir kaputt gegangen. Das ist natürlich schade. Ja, das passiert. Da muss ich mal gucken, was ich mache, aber... Ja, da muss ich gucken, was ich mache. Ja, ich bin fertig. Also das Erde, das habe ich jetzt da unten hin getan, weil ja, das habe ich dann jetzt auch nicht so hinbekommen, das hinzustellen. Aber ich denke, es sieht schon so ganz gut aus und das auf dem Tisch nachher, das macht schon was her. Ich denke, meine Tochter wird sich riesig freuen. Ja, auf die Party. Sie weiß ja noch nichts davon und das wird eine riesengroße Überraschung. Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch gefallen und auf Daumen hoch freue ich mich natürlich. Ihr könnt mich kostenlos abonnieren, das wisst ihr ja alle schon. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Rezept. Tschüss!